Willkommen zurück zum Let's Play Gothic 2 Nacht des Raben. So. Wir kloppen uns jetzt nochmal mit ein paar Suchenden. Ah, der reagiert gleich auf mich. Sehr gut. Guter Suchender. Du willst mich nicht abhängig machen und besessen machen. Ich frage mich gerade, ob da hinten noch eventuell ein paar Lurker rumlaufen. Eigentlich haben wir ja das Weidenplateau überhaupt nicht gesichert. Also wenn du siehst, dass ich hoher Magier des Feuers bin, müsste das nicht eigentlich Klick bei dir machen und du müsstest irgendwas anderes auspacken als Feuerzauber? Im Ernst jetzt? Blödmann. Aber nun gut, mach so ruhig weiter. Das macht's mir deutlich einfacher. So, ist hier noch irgendwo ein Suchender? Erstmal scheinbar nicht. Ich glaube auch, ich habe hier mittlerweile so ziemlich alles abgegrast. Eine Blutfliege läuft hier rum. Fliegt rum. Ah, und da unten haben wir noch ein paar Lurker. Zumindest einen, aber einen Lurker kommt selten allein. Nicht so. So, schauen wir mal. Zack, ist er tot. Da ist nichts zu plündern. Okay, aber ansonsten habe ich anscheinend alles schon abgegrast. Dann fragen wir mal Wolf, wie er so drauf ist, ob er zufrieden ist mit seinem neuen Auftrag hier. Er hat scheinbar zwei andere Kollegen gefunden, die beide keinen Namen haben. Ich kann das nicht glauben. Alles in Ordnung? Klar, alles ruhig. Banger dürfte sich jetzt sehr viel besser fühlen. Hey! Ich hab dir den Söldner besorgt, den du wolltest. Ich hatte noch nie so jemanden auf meinem Hof. Hoffentlich geht das gut. Hier, nimm dies. Ich denke, das kannst du gebrauchen. 400 Gold. Naja gut, dann war's das ja schon. Ne? Das war ja denn... Das wird schon wieder. Malak ist zwar wieder da, aber die Situation hat sich kaum verändert. Wenn kein Wunder geschieht, werden wir hier alle noch zugrunde gehen. Ah, keine Panik. Wolf ist da, das ist ein harter Hund. Wer sitzt hier eigentlich drin? Wer ist ein Pardos? Alles klar bei dir? Hey, mein Retter. Danke nochmal. Jetzt kann ich mich den ganzen Tag ausruhen. Alles klar, ich zieh da mal weiter. Okay, ich habe keine Ahnung, woher der war. Gut, was haben wir denn hier eigentlich jetzt? Wer ist denn das? Malak, ach so, hey. Okay. Du brauchst Hilfe. Lass mich in Ruhe, Magier. Ich glaube nicht, dass ich da mal was ändere. Nee. Hauptsache nicht helfen lassen, weißt du? Soll ihn doch die Klaue Belias zerfleischen von innen, kaputt machen. So, der Rest der Viecher, die hier oben rumlaufen, sind zu stark für uns. Ja, hier vor allem die Drachensnapper. Auch wenn ich gerade keinen sehe, aber die sind noch da, das weiß ich. So, dementsprechend werden wir jetzt... anfangen, die Drachen zu jagen. Und ich habe auch richtig Schiss davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es sind ja nicht nur die Drachen, es sind auch die Echsenmenschen, die diese Drachen bewachen. Und die sind richtig,
Die sind genauso heftig wie Orks. Und davon sind massig unterwegs. Darum hatte ich auch so ein bisschen gehofft, dass ich vielleicht noch in einer Magierstufe aufsteige, aber nein. Wir müssen uns erstmal mit dem zufrieden geben, was wir jetzt haben. Es war uns zwar nicht einfacher, hier diese ganze Nummer zu machen, aber gut, dann müssen wir halt mit leben. So. Aber vielleicht besteht ja die Möglichkeit, nach dem Kapitelwechsel, dass ich endlich mal wieder eine Stufe aufsteigen kann. Müsste eigentlich so sein. Bis dahin habe ich ja dann genug gemacht. Hoffe ich einfach mal. Ja, wie immer vorher speichern, zur Sicherheit. Na, scheint zu funktionieren. Kapitel 4. Drachenjagd. Und der Drache, den wir da gerade gesehen haben, war der Feuerdrache, der im Vulkan, der sich im Vulkan aufhält. Toter Drachenjäger. Na, das fängt ja gut an. Ihr seid ja richtig weit gekommen. Brillante Menschen, okay. Ist hier oben irgendwas zum Jagen? Nein, 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 nein. Ah, da unten sind ein paar lebendige Drachenjäger. Ich hoffe, dass jetzt hier nicht gleich Silvio dabei ist. Huh, Fackel? Das wird sich nie ändern. Meine Meinung. Habe ich schon mal die Hälfte vergessen, als ich lang gelaufen bin, oder was? Der Paladin ist auf jeden Fall weg. Ach, Gorn! Gorn ist auch hier. Gorn hat sich einsacken lassen. Hey! Noch mehr Ärger. Wie ich sehe, hast du dich den Drachenjägern angeschlossen. Ich bin Silvio ins Minental gefolgt, weil ich mich hier einfach am besten auskenne und mir die Situation hier nochmal genauer ansehen wollte. Das ist nicht mein Problem. Ich sag dir was. Hier braut sich ganz schön was zusammen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viele Orks auf einen Haufen gesehen. Würde mich nicht wundern, wenn Garond und die Paladine in der Burg schon längst alle geflohen sind oder getötet wurden. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Was hast du jetzt vor? Ich werde erstmal den Jungs hier ins Minental folgen und mich dann später absetzen. Ich muss unbedingt herauskriegen, was die Orks vorhaben. Das hat er doch vorher gewusst. Ich sehe dich dann. Pass auf dich auf. Okay. Hey, wer ist das denn? Hokum? Hey, hast du was zu trinken? Ich vermute, du willst kein Wasser. Nein, verdammt. Ich brauche irgendwas mit Alkohol, damit endlich diese verdammten Kopfschmerzen weggehen. Logo habe ich was damit. Wenn ich längere Zeit nichts zu trinken hatte, fühlt sich mein Schädel an, als würde er jeden Moment explodieren. Ich will ja selbst hinter ihm her wäre. Das kann doch nicht wahr sein. Hier hast du was. Doch klar. Wacholder, aha. Hier brauchst du das nicht zu Da lacht das Herz. So, jetzt kann ich auch wieder klar denken. Was kann ich für dich tun? Das habe ich früher auch immer gesagt. Was wollt ihr hier überhaupt? Keine Ahnung, was wir hier machen oder wann es losgeht. Ist mir auch egal, solange ich genug zu trinken habe. Die haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Wisst ihr denn, wo die Drachen sind? Was kriege ich denn, wenn ich es dir sage? Ist das genau so, wie du sagst? Ich habe noch eine Flasche Wacholder. Für ein gutes Tröpfchen würde ich alle Drachen der Welt töten. Abgemacht. Gib mir die Flasche. Den hebe ich mir für schlechte Zeiten auf. Ich habe so einiges gehört. Also, wo sind jetzt die Drachen? Was genau ist, kann ich dir natürlich nicht sagen, aber ich habe gehört, dass es vier Drachen sein sollen. Wir haben nachts ein rotes Leuchten über dem höchsten Berg gesehen. Ich schwöre bei meiner Mutter, wenn du einen Drachen suchst, dann wirst du ihn ganz bestimmt dort finden. Ja, aber den genehmige ich mir erstmal nicht. Das habe ich früher auch immer gesagt.
Ich suche jemanden, der mir was beibringen kann. Ich könnte dir schon ein paar Sachen beibringen. Ich bin der beste Kämpfer weit und breit. Für dich mache ich sogar einen Freundschaftspreis. 300 Goldstücke. Das ist mir zu teuer. Zu teuer? Das ist weniger, als jeder andere in meiner Situation nehmen würde. Überleg es. Ich überlege mir das ganz intensiv. Also. Was genau ist kein... Wir haben die Gut, ich weiß zwar nicht, wer du bist. Hey, komm mal her. Nein. Was willst du? Das Tal ist ziemlich gefährlich und ohne die richtige Ausrüstung ist man hier schnell tot. Ich nehme an, du hast die richtige Ausrüstung. Du hast es erraten. Ich würde sie dir sogar verkaufen. Was hast du anzubieten? Ist doch wohl ein Witz, oder was? Soll ich dir mit dir ein bisschen Schund? Ich nehme dir die Heiltränke ab, das war's dann auch. Ich hab was anderes. Verkaufst du auch Informationen? Kommt drauf an. Wenn der Preis stimmt, werde ich dir alles sagen, was ich weiß. Wie viel verlangst du? Das ist schwer zu sagen. Ich denke, 50 Goldstücke für jede Information, die ich dir gebe, sind angemessen. Ich werde mich das nicht wünschen. Glaubst du wirklich? Ich weiß doch noch nicht mal, welche Information, du Blödmann. Das ist doch alles nur Gerede. Naja. Hä? Was? Wo kommt ihr her? Wir kommen aus den... sind aus der Stadt. So, so. Aus der Stadt also. Siehste, hast es kapiert. Hier, nimm erstmal einen Schluck. Was macht ihr hier? Wir haben von der Drachenjagd gehört. Also haben wir unsere Sachen gepackt und sind hierher gekommen. Aber... um ehrlich zu sein, sind mir die Drachen scheißegal. Ich will nur ein bisschen Gold. Drachen haben doch Gold, oder? Bestimmt. Ist zumindest die langläufige Meinung, dass sie das haben. Was weißt du über die Drachen? Ich kenne nur die Geschichten, die man den Kindern erzählt. Du weißt schon, Jungfrauen, Gold, Feuerspucken und so ein Zeug. Wo wollt ihr von hier aus hin? Keine Ahnung. Wir überlegen noch. Ihr könntet in die Burg gehen. Da bringen mich keine 10 Pferde rein. Nicht zu den Paladinen. Ich gehe nicht zurück in den Knast. Ich war einmal drin, das reicht mir. Was ist mit den Orks? Die ganze Burg ist umstellt. Es gibt keine Lücken. Sich da durchzuschleichen ist Wahnsinn. Wenn du versuchst zu kämpfen, kannst du dich gleich begraben lassen. Niemand kommt da durch. So, so. Und ich bin da reingeflogen, oder was? Weswegen warst du im Knast? Das werde ich dir auch auf die Nase binden, was? Ihr Magier steckt doch mit den Paladinen unter einer Decke. Nee, mein Lieber. Vergiss es. Ich hätte das nicht. Ich bin doch ein Guter. Genauso, wie du sagst. Gut. Hey. Was machst du hier? Das ist wirklich die dämlichste Frage, die ich seit langem gehört habe. Wonach sieht's denn aus? Ich kann deinen bescheuerten Gesichtsausdruck nicht einordnen, deshalb frage ich nach. Du hast eine zu große Schnauze für meinen Geschmack. Wird Zeit, dass sie dir jemand stopft. Nein, nicht auch nicht. Ich fand den zu gut. Ja, wir haben leider keine Chance gegen ihn. Aber den musste ich einfach bringen, ohne Mist. Das war genauso, hey. Wie du sagst. Was? Das interessiert mich nicht. Schon gut. Noch mehr Ärger kann ich. Was glaubst du hier im Minental zu finden? Gold und Ehre. Was sonst? Wenn ich mit den Drachen fertig bin, werde ich hier Gold schwimmen. Genug, um den Rest meines Lebens jede Kneipe und jeden Puff dieses Landes unsicher zu machen. Ich habe so einiges gehört. Oder du wirst tot sein. Und wenn schon. Das gehört dazu. Wenn du reich werden willst, musst du schon was riskieren. Wie wär's, wenn du ab jetzt für mich arbeitest? Warum nicht? Was zahlst du?
Es war genau so, wie du sagst. Ich zahle dir erstmal 100 Goldmünzen. Na schön, das ist immerhin ein Anfang. Geh vor, ich folge dir. Ausgezeichnet, jetzt haben wir zumindest jemanden, der uns beisteht. Mehr oder weniger. Oh, was will der denn jetzt schon wieder? Hey du, Typen wie du sollten aufpassen, wo sie hingehen. Was willst du mir damit sagen? Ich will sagen, dass die Luft hier draußen verdammt dünn ist. Hier wimmelt es nur so von Orks und Monstern. Von den Drachen ganz zu schweigen, ist nur eine gut gemeinte Warnung. Kannst du mir auch was erzählen, was ich noch nicht weiß? Ich kann dir einen guten Rat geben und der ist sogar ganz umsonst. Wir können hier niemanden gebrauchen, der schon beim kleinsten Drachenfurz gleich in Ohnmacht fällt. Geh nach Hause. Das ist eine Sache für ganze Kerle. Und das seid ihr, oder was? Ich kann das nicht glauben. Hast du schon einen Drachen gesehen? Bisher noch nicht, aber die Biester können sich ja nicht ewig verstecken. Ich kann das nicht glauben. Bist du hier der Anführer? Sehe ich so aus? Bestimmt nicht. Wir brauchen keine Wichtigtuer, die uns rumkommandieren. Als Silvio versucht hat, hier den Boss raushängen zu lassen, haben wir ihn mitsamt seinen Freunden mal gezeigt, was wir davon halten. Es gab eine Keilerei. Anschließend sind sie auf eigene Faust losgezogen. Hoffentlich ist Silvio in einem orkischen Kochtopf gelandet. Ganz gewiss nicht. Ihr wollt also Drachen töten. Klugscheißer, weißt du denn, wie man einen Drachen zur Strecke bringt? Meinst du, das Vieh wartet, bis du ihm in aller Ruhe den Kopf vom Hals schlägst? So etwas braucht gute Planung und entschlossenes Vorgehen. Verstehe. Und wie wollt ihr vorgehen? Wir werden erst mal auskundschaften, wo wir die Viecher finden. Erst dann machen wir uns Gedanken, wie wir am besten zuschlagen. Das hätte er auch selbst wissen können. Ich habe mir das schon gedacht. Wie wollt ihr an den Orks vorbei? Über solche Kleinigkeiten machen wir uns später Sorgen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Wäre interessant, dabei zuzusehen. Aber ich muss weiter. Sieh zu, dass du wieder über den Pass kommst, sonst fehlt dir nachher noch eins deiner Gliedmaßen. Das will doch keiner wissen. Dir wird das Leben fehlen, mein Freund. So, kommst du mit? Jawohl. Gut, gut, gut. Ich bin mir sicher, dass er irgendwann mehr Gold verlangen wird. Aber zumindest können wir ja erstmal ein paar Viecher schroten. Vor allem die, die eigentlich zu stark für uns alleine wären. Wie zum Beispiel Drachensnapper. Beispielsweise der, der da vorne rumsteht und mich die ganze Zeit nervt. Ja, und mit dem werden wir uns gleich mal anlegen. In der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.